Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Binding of Isaac Rebirth! Wir feiern schon wieder einen ab, weil es ist Wochenende. Es ist, also für nur uns, naja, klar, naja, doch, also. Ja, das ist die Folge, die kommt, ja, die kommt ja um 14 Uhr. Kommt sie? Ja, kommt sie. 14 Uhr. Und das heißt 14 Uhr Feierabend. Ja. Freitag ab 14 Uhr macht jeder seins. Na. Wer kennt's nicht? Eigentlich ab 1 macht jeder seins. Ja, das oder? War ja gerade der Witz. Ja. Ach ja, stimmt, das habe ich auch verstanden. Komm, nicht lang schnacken, mach hier eine Challenge. Geh mal kacken. Oder das, kannst du jetzt aussuchen. Ja. The Family Man. The Family Man. Oh, the Family Man can. Ja, du bist schon. Oh, warum? Wir haben noch. Hey, das ist meine Aufgabe, wenn dann. Du hast so viele Freunde, das ist wie in jeder Folge. Du weißt schon, wir sind in noch keiner einzigen Challenge-Folge gestorben. Das heißt, streng dich an. Und dann, wo bist du? Ha? Ich muss doch noch mitmachen. Na, jetzt kann ich, jetzt habe ich Poison Touch, das ist okay. Aber wie immer, in meinen Folgen, erstmal blaues Herz nehmen. Ja, Bruder Bobby. Das ist ja jetzt scheiße, das ist der Beste von meinen Bros. Ja, und besonders Bruder Bobby ist auch noch größer als ich. Mein großer Bruder Bobby, der beschützt mich vor allem Bösen. Ich habe Schwester. Und das andere. Also, mach jetzt keine Witze über Totgeburten, oder? Ey, und dann hättest du ihn jetzt schon bringen müssen. Also jetzt so, das noch so anzudeuten, das ist nicht schön. Ja, deswegen mache ich es ja nicht. Ja, du hast es aber angedeutet. Nee. Hast nicht angedeutet? Nee. Na, dann ist ja gut. Siehst du? Soll ich mal in den Shop gucken? Ob der Automat noch da ist? Ja. Kannst du machen. Ein Hoch auf die Fliege. Gut, wir sind. Ey, wir haben einen Schlüssel. Du hättest einen Shop aufmachen können oder einen Geheimraum oder ja, das machen wir alles. Noch. Wir haben doch Zeit ohne Ende. Es wird eine schöne Stundenfolge, freut euch drauf. Noch eine. Diese Challenge, das ist doch irgendwie das Letzte. War das nicht hier irgendwie bis nach The Lamp noch die nächste Ebene, die erst hier in Afterbirth freigeschalten wird? Ja. Du musst Mega-Satan damit besiegen. Ja, blaues Herz. Was dagegen? Nee, ist auch gegen zwei Schlüssel. So, dazwischen? Ja, ne? Ja. 24 Stunden Energie! Butterfly. Die ist riesig. Na, unten ist der Shop, aber eh eine Münze bringt nichts. Ja, und keine Bombe. Wir hätten uns gar nicht reinspringen können, wir hätten reinrennen können. Aber das machen wir nicht! Ich will eigentlich noch viel mehr von den Spinnern haben. Dann haben wir noch Brimstone Baby, Mongo Baby, ja Brutzel Baby, Auto Tourette. Autotourette, das Auge, was fliegt. Dann Robo-Baby 2.0. Ja. Gish. Dann Little Steve. Hier Bandage Girl und hier Super Cube of Meat. Ja. Also noch einige, die du dir holen müsstest. Machen wir doch. Wir müssen doch bis weit. Bis weit? Bis weit. Bis weit. Also Leute, nicht verzagen, wir müssen nur bis weit. Kannst mal einsetzen, rein theoretisch, und hier ist ein X-Stein. Ja, aber ich habe immer noch keine Bombe. Würde ich nicht einsammeln. Das Ding ist der Hammer. Aber du kannst nicht schießen. Also selbst wenn du das Ding jetzt einsammelst und zu Beginn jeder Ebene das zählt nicht, oder deine Fähigkeiten rerollt werden, kannst du nicht schießen. Weil, dass du nicht schießen kannst, ist keine Fähigkeit von irgendeinem Item, sondern das ist ein Fluch dieser Challenge. Das hatte ich doch. Das ist doch Ersatzheil, oder? Dasselbe Prinzip wie Ersatzheil. Also, ich sag mal so, in der Aufnahme hatten wir es nicht, aber als ich das privat gespielt habe, dachte ich mir auch so, geil, Brimstone, kannst du dir holen. Brimstone Gold, hast du nicht bekommen. Ja, gut. Das wäre aber bei uns halt sinnvoll, weil in dem Fall würdest du es halt bekommen. In dem Fall würde ich es bekommen, aber das heißt, alles was rerollt wird, kriege ich. Ja, ja. Also, aber sind halt auch deine Begleiter weg und das wäre dämlich. Ja. Aber ansonsten, das Item müssen wir nochmal irgendwann einsammeln und spielen, weil das ist echt geil. Ja, dadurch kriegt man halt unsere Items voll. Ja. Unsere Platinum. Das ist genauso wie in D20 Run, den müssen wir halt auch irgendwann machen. Die 100 meinst du? Na, den auch. Ja, bis jetzt hat sich nicht wirklich die Chance geboten. Ist ja nicht so, dass wir es nicht ungern gemacht hätten, aber. Nee, stimmt. Da fehlt einfach die richtige Item-Kombi. Ja, wieder. Aber wie gesagt, das finde ich halt so schön, wenn du überlegst, wie lange wir das jetzt schon machen und dann trotzdem halt manche Kombinationen sind einfach noch nicht gekommen. Da hast du Brimstone Baby.
So, ich kann mal kurz zurück zum X-Stein. Zurück. Mach mal. Alter, ist der groß. Super Geheimraum. Mache ich dann beim Boss auf. Wo war denn der? Ich habe dir übrigens mal dein Herz zurückgegeben. Der war hier, ne? Ja. Ja. Herz zurück, ja, alles klar. Gib mir mal ein, gib mir mal ein. Das heißt, rein theoretisch hättest du auch den Schatten holen können, aber da hab ich es leider nicht mitge... Ja, wollte ich nicht. Obwohl. Dann weiß ich es nicht, wenn du stirbst. Dann ist der Fluch weg, ne? Wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, ob es an dem Charakter oder an der Ebene hängt. Warum kannst du mir das nicht sagen? Ja, zwei Geheimräume. Ist ja verrückt. Achtung. Das müsste man irgendwann mal geil testen. Wir gehen weiter. Hättest du immer noch holen können. Warum eigentlich? Warum bleibt... Ach, weil ich was geholt habe? Ich weiß es immer nicht. Wann bleibt er offen, wann geht er zu? Wir wissen es doch auch nicht. Vielleicht so viele Rätsel. Juhu. Hilfe. Vielleicht hält das Brimstone-Baby es ja offen. Mit seinen Hörnern. Ne, mit seinen dicken Backen. Diese Pausbäckchen, die es hat. Guck's dir an. Ich muss den übelst weit mitziehen, damit er einfach mal gerade schießt auf der Ebene, wo ich bin. Ja. Was auf sie? Sehr gut. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie coole Sachen hier finde. Ne, ne. Alle uncool. Ziemlich uncool. Stimmt. Auf jeden Fall. Hast du ja auch noch vergessen. Es gibt ja noch hier die Dings, also hier die Sticky Sack kannst du noch haben. Du kannst die ganzen Beutel haben. Ja. Mystery Sack und Bomb Sack und Key Sack gibt's gar nicht. Münzen gibt's noch? Münzen, Bomben und alles. Ja, auch nicht für Schlüssel generell, oder? Nee. Trollbombe, Achtung. Was auf jeden Fall... Den Raum hättest du mal einsetzen können, glaube ich. Ja, sorry, ich habe nicht ans Item gerade gedacht. Darfst auf jeden Fall nicht mehr rausgehen, fällt mir gerade ein. Ja, es könnte eventuell backen. Das habe ich gerade auch so überlegt. Okay. Zwei Räume und dann nochmal einen Shop? Ja. Hänge. An mir? Nee, einfach nur hängen geblieben. Ach so. Weil es so spannend ist? Ja, voll am Spiel hängen geblieben. Nett. Winster, Devil hier? Ja, auf jeden Fall. Oder vier Spinnen? Nee, Krampus. Man darf's doch nicht sagen. Das Brimstone Baby macht's nicht aus. Nett. Der Automat ist wirklich weg. Guck's dir an. Ist verrückt, oder? Ja. Gelb war Balls of Steel. Haben wir nicht. Ich hab mal wieder meinen Controller gebackt. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Warum uns damals diesen Tipp gegeben hat? Oder hast du den Tipp dir selber den gegeben? Den Tipp habe ich mir selber gegeben. Alter, so gut, dass du dir den Tipp gegeben hast. Alter! Chill mal. Dass du den so weit spuckt? Hätte ich das nicht gedacht. Hättest du denn je gedacht, dass du so lange in dieser Wohnung festgehalten wirst? Nö, aber... Siehst du, hättest du auch nicht gedacht. Da, hast du? Stark. Deine Träume werden so langsam wahr, oder? Deine eigene große Familie. Herzchen im Augen. Ich möchte schon ein bisschen hier die Emoticons von WhatsApp nachstellen. Die Spinne hatte gerade auch eine sehr seltsame Flugbahn. Alter, da war eine Spinne neben mir. Ja. Dachte doch. Na? Na? Na. Geil im Raum. Ja, erwischt. Schade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich krieg den kaum bewegt, wie gesagt. Ja. Ich muss immer ein bisschen näher rennen, damit zumindest die muss blauen halt einen Spinnen immer treffen. Sehr großen. Oh, Damage. Sehr schön. Und nochmal Damage für einen Pilz. Nett. I can see forever. Lohnt brauchst du den Schlüssel nicht mehr. Wizard. Das ist... nett. Aber oh, Achtung, Feuer. Ja, ist aus. Das ist fast die Frage, nimmt man davon was mit? Eigentlich nicht, oder? Nö. Obwohl, ich setze das mal ein im nächsten Raum, einfach so, weil ich es kann. Okay. Werden alle sterben? Oder auch nicht? Sie werden alle sterben, das wolltest du doch sagen, oder? Kannst natürlich die Bibel mitnehmen. Ja. Oder auch nicht? Nein. Ja, ja, der Schlüssel ist schon geil. Also. Ja, aber damit wäre auf jeden Fall die beiden Mütter oder die eine Mutter, je nachdem, wie weit du halt gehen musst, relativ einfach gewesen. Ja, mit dir an meiner Seite ist doch alles easy. Ah, das hast du aber schön gesagt. Ja, oder?
Geht das runter wie Öl. Das sagst du doch nur, damit du dann am Ende die Schuld auf mich schieben kannst. Motoröl. Bin gestorben. Ich hab nicht einen Schaden bekommen. Aber nimm dein neues Herz. Naja, kann ich reinkommen? Keine Ahnung, nimm dein neues Herz. Naja, ich hab's aber echt Angst, dass dann die Babys wieder festhängen. Ist mir doch egal. Okay. Nö, machen sie nicht. Ein Glück. Sie aber sind fest angedockt. Bruder Bobby war eigentlich hinter dir? Also hinterm Brimstone-Baby hat's den angedockt. Und ich hab ihn auch wieder bekommen. Also. Ja, zählt halt als zweiter. Ja. Ja, guck mal, dein Herz, was du verloren hast. Das sie. Schamlos im nächsten Shop verkaufen, weißt du? Ich verliere hier ein Herz und im nächsten Shop wird's wieder verkauft. Alter, diese Straßenkriminalität hier. So ist es halt in Isaac. Ja. Das war top. Nachträglich durchgezogen. Oh, jetzt bin ich reingerannt. Oh. Ich dachte, das wäre ein Roter und keiner, der schießt. Der ist der Rote. Ja, naja. Ich habe es gerade auch. Das ja, war nicht ich. Brimstone Baby aufladen ist halt ein bisschen nervig. Aber auch gut. Naja. Ist mir da egal. Wir finden einfach den nächsten X-Stein und alles gut. Oh. Ja, haben von dir weggelockt. Oh, weggelockt. Ich hätte dich fast eingelockt. Ja. In einem Gegner eingelockt. Ausgenockt. Schade. Ja, yeah, Potsopsi. Nee, Amnesia. War das die andere gelbe Pille? Anscheinend. Oder war das gar nicht gelb? Ich bin einfach besoffen. Das kann natürlich auch sein. Besoffen bist du ja mal gerne, hab ich gehört. Oh. So was sagt man nicht. Das zur ist, Dame. Das spricht sich ganz schnell rum. Meinst du? Wie war's? Eklig, auf YouTube, da kann jeder sich. Kann jeder sich sein Image selber zusammenbasteln. Ehrlich? Ja. Ich bin übrigens Playboy. Und unter welchem Model? Ja, ist ja logisch, wenn du ja die ganze Zeit Let's Plays machst, dass du ja Playboy bist. Aber da ich das hier auf der Couch sitze, mich nie bewege, bin ich unter welchem Model für Übergrößen. Ja, wie war's? Wir dürfen fett werden, wir haben uns noch nie gezeigt. Ja. Läuft bei uns. Fett sind wir geworden. Ich dachte, wir waren das schon immer. Ich dachte, wir dürfen es werden. Achso. Ist noch was? Nö. Ja, ich kann wieder raus. In voller Panik. Ich wollte schon sagen, voller Panik, Schüssen ausweichen, gehst du raus. Oh, Brimstone! Schade. Ein Löffel, ja. Löffelchen. Ein Löffelchen. Ein Löffel ist. Ach nee, das Löffel ist Speed, ne? Nicht Speed. Range. Nee, Speed. Also bringt dir sogar die was. Die Unterhose ist. Range. Was war denn das? Wo kommt die her? Warum hab ich sie getötet? So viele Fragen. Achso, deine Fliege ist natürlich sehr angenehm bei so einem Gegner. Alter! Gute Protektoren, ne? Stimmt, du hast ja zwei und die sind auch noch groß, also. Jetzt noch eine dritte und alles ist top. Jetzt noch die dritten. Weißt du doch, mit dem dritten kaut man besser. Treffer! Doch, die Bombe nehmen wir mit. Ich dachte jetzt gerade die Bobby-Bomb. Ah doch, hier, nimm die Bobby-Bomb hier mit hin. Köpfe sprang. Ja. Sprangarang. Naja, gut. Nichts. Einfach nur nichts. Nichts. Oh, wie gesagt, schöner großer Sprengradius. Das sind ja wie Blast, ne? Haben ja. Sehr gut. Ich bin ein alter Opa. Von mir geht keine Gefahr aus. Schön in die Falle gelockt. Sehr gut. Mach die mal lieber tot, weil irgendwie hab ich ja das Gefühl, dass ich dann nachher reinrennen werde. Ja. Ich will bloß den Heilungsscheißhaufen nicht zerstören. Gehen wir da rein? Klar, gehen wir da rein. Ja. Ah! Die haben es geändert, ne? Ja, er macht mittlerweile alles auf.
Weil davor hat der Schlüssel normalerweise immer nur ein Schloss entfernt. Ich hätte mal das rerollen können im Raum. War das die zwei? Rerollen im Raum? Ja. Na gut, ein Herz liegt noch drin. Das wird bestimmt zum Item. Uhu, Skills. Ja, habe ich ein bisschen dazugelernt von den komischen Let's Plays, die du schaust. Die ich mache. Von den komischen Let's Plays, die ich mache. Ganz klar. Naja, wir nehmen immer blaue Herzen mit. Das ist immer cool. Obwohl die rote Kerze cool ist. Ja. Wir brauchen lieber Bobby Bump. Aber jetzt noch irgendwo Geld herbekommen. Ohne Mist, wenn man hier nicht zwei Bomben hat, was ist denn dann los? Kommst du hier gar nicht durch? Dann hast du die erste Bombe vielleicht einfach nur beschissen gelegt, weil normalerweise... Auch wenn du keine Bombe hast, das kann doch nicht sein, ja, oder? Na, eigentlich liegt hier am Eingangsbereich immer eine. Ach so, das kann sein, dass da eine lag. Also eigentlich schaffst du es immer mit einer Bombe, die du hier kriegst, durch schlaues Platzieren durchzukommen. Willst du jetzt sagen, dass ich dumm bin? Ja. Okay. Er kommt zu mir. Ach, dieses Brimstone Baby, das macht mich verrückt. Och. Musst du da reinspringen? Ja. Um weniger Ablenkungen für dich zu haben. Ich glaube, ihm ist wirklich am besten immer um ihn herum zu rennen, wenn er Brimstone schießen will. Ja, oder rein. Ihn reinrennen lassen. Ja. Ja, hab ich nochmal ein schwarzes Herz für dich besorgt. Sehr schön. Ich nehme trotzdem das blaue. Kannst auch die zwei nehmen. So, noch mehr Schaden für dich. Ich habe mich getarnt. Ich sehe jetzt aus wie Bruder Bobby. Das stimmt. Guck mal, großer Bruder Bobby und kleiner Bruder Bobby. Sein wievieltes Baby ist das, nicht um so vorsichtig zu fragen? Viertes oder fünftes? Zwei. Nee, drittes. Ich glaube viertes, oder? Drittes. Schreibt es in die Kommentare. Nee, es ist das vierte. Du hast, als das zweite war nämlich dieses komische... Nicht. Ah, okay. Ach so. Du hast genügend Schlüsse. Also ja. Dieses Spinnenkopf-Baby. Hatte ich? Das hattest du mal zwischendurch, ja. Glaube ich. Nee, das ist das dritte, was ich jetzt habe. Ah, der alte Mann war doch schon das dritte, oder? Nee, der alte Mann war das zweite. Bin ich der Meinung. Ja, hab Angst vor mir. Hier, nimm den Brimstone. Aber weißt du musst halt einfach mal das Baby der Saison tragen. Ja, ich hatte recht. Schlimm. Schlimm sowas. Recht zu haben? Ja. Oh, fast rausgegangen. Das war's. Was ist hier? Schnell, geh in die Ebene zurück, da kannst du die Kerze holen. Würde ich gern machen, ne? Also, ich komme langsam echt nicht drauf klar, welches Baby ich bin. Ich merke das schon. Du wechselst gerne durch mit den Babys, aber du hast doch genug Chancen bei mir. Mit den... Oh! Ey, ich bleibe jetzt draußen, ich habe jetzt keinen Bock. Wobei, du hast so viele Herzen. Ja, eben. Ja, oh, schade, Hagelass. Aber da könnte ich mir ja kleiner ein schwarzes holen, warte. Oh, schade. Nee, das ist wirklich so... Besonders wenn du am Eingang stehst, wo all deine Babys sind, da irgendwie durchzublicken. Nice. Okay. Oh, kein einziges blaues Herz, hä? Ist ja egal. Jetzt darfst du. Die letzten Folgen waren anstrengend. Die nächsten Folgen werden anstrengend. Nee, die werden so verzweifelt, dass es schon mal lustig ist. Achso, ich dachte, die werden einfach nur kurz werden. Ja, warum? Naja. Eine gewisse Länge werden sie ja haben und dann ist halt einfach nur sehr viel Wechsel dabei. Oh, scheiße. Ich hätte nicht aufgepasst, dass sie dabei waren. Nice. Oh, Schenke. Hey, lass mich durch. Na, guck mal, warte. Was denn? Warum hast du denn die Karte eigentlich jetzt gerade? Hab ich nicht. Achso, das war bloß anhand der Räume, wo du schon drin warst. Ja. Alles klar. Ja, das war gut. Pieps. Pieps. Piep. Wir nennen sie auch gerne liebevoll Tinnitus, wenn sie gemeinsam auftreten. Oh.
Ja. Sorry. Ja, kannst du nichts dafür. Stimmt, das war mein Skill. War auch nicht. Das wolltest du auch aufmachen, du hast schon beide gehabt. Geheimräume. Ach ja, da war er ganz oben. Nicht dran gedacht. Mom. Deine Mutter. Vielleicht haben wir auch schon Glück und es ist jetzt vorbei. Ich glaube nicht. Aber der war ziemlich... Oh. Na klar! Geh weg! Ja, komm, mich. Nimm dein fünftes Baby. Nein! Ich bleib bei 4. Bist du schon bei 5? Bin ich nicht. Streifen lassen, weil jetzt cool ist. Boah, ich komm nicht klar mit meinem Brimstone-Baby, das ist so lange lädt irgendwie. Das Schöne ist, dass jedes Mal, wenn bei mir ein Monster gespawnt wird, deine Fliege kommt und das killt. Ja, du musst auch schon weitergehen. Boss Rush. Ja, wie glücklich siehst du mich, wenn man guckt. Ja, nimm mal Isaac mit. Und, na, machst du? Geht zum Teufel. Daddy Longleg? Daddy Longleg? Oder der andere Beschützer? Ah, Achtung, wir gehen langsam. Ja, aber Daddy Longleg ist doch wesentlich geiler. Also jetzt mal ganz ehrlich. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gefragt hatten. Ob der von BFF beeinflusst wird. Bin eigentlich schon der Meinung. Es ist ein Begleiter, aber er hat ja... Zumindest steht in keinem Wiki, was er für Schaden macht. Das stimmt. Aussage über seinen Schaden gibt's nicht. Wie gesagt, bei ihr kannst du notfalls eine Bombe legen. Ich kann auch einfach mich anspringen lassen. Das geht auch. Och. Du auch, ne? Übrigens. Na, das geht auch. Du hast mich ja reingezerrt. Jetzt bin ich schuld, ne? Ja, du bist schuld. Dass du ja 5-mal gestorben bist. Ja, jedes Mal deine Schuld. Komm, Daddy. Sehr gut, Daddy. Bleib hier stehen. Jetzt übelst du. Weiß nicht warum. Achtung, Piep. Beschützer. Achtung. Ja, ich muss ja mit dir mitkommen. Ja, ne, es ging jetzt nur um die... Augen? Augen. Auge, alle Augen zählen. Boah, ist nicht irgendein Spiel? Du stellst Fragen. Wo ist es hin? Ach, der hat Angst. Ja, ja. Durch mich. Der hat Angst vor mir, ja. Ich spam einfach mal nach oben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn hat. Ach, oh, da ist eine Fliege explodiert. Stark. Ja, blaues Herz, nicht schlecht. Daddy hat aufgeräumt. Daddy räumt immer auf. Ich dachte, Mami räumt immer auf. Ich hab mir mal Angst gemacht. Aber Angst! Ja, ins Brimstone-Baby reingedrückt. Achtung, der Typ von oben wird gleich vorbeikommen. Und die Bombe. Das war gerade so mit der Kamera mitschieben von dir Bewegungen zwischen Bombenfliege und dir bleiben. Das war gerade relativ spannend. Du hast Angst, also hör auf, du hast auch Angst, du hast Angst. Ja, du hast Angst. Naja. Der die regelt. Der die hat wirklich geregelt. Was hast du nur für einen Daddy? Dein Daddy räumt auf, dein Daddy regelt. Soll ich mir irgendwelche Gedanken machen? Meine Daddy war früher meine Frau. Boom, 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 boom. Das ist ja spannend. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Brauch Spannung. Spielspar Spannung. Achtung, Laser. Was? Och, klar. Ein Bömmchen. Ein Bömmchen, please. Der ist klein. Ist der eine schon tot, ne? Hätte mich auch gewundert, ey. Das Problem ist, dass sie jetzt immer direkt hochspringen, wenn der Fuß runterkommt. Ja, das muss nicht sein. Oh, hier liegen übelst viele blaue Herzen, was ziemlich geil ist. Ja, es ist ja kein Hardmod. Es ist ja... Stimmt. Champions League, wollte ich gerade sagen. Challenge. Das ist Champions League, was wir hier spielen, Leute. Oh Mann. Ich hol mal kurz die blauen Herzen für dich. Damit du sterben kannst. Hallo, bei der Champions League kann man nicht sterben. Da verliert man nur. Da gibt's wohl keinen Gewinner, oder was? Nee. Bei der Champions League gewinnt keiner. Oder mal der Turbo-Husk, weißt du? Die ich ja ausweiche. Ich bin überragend. Ja, mach mal tot, Daddy.
Alles klar, danke. Der stand leicht in mir. Kannst du? Kannst du selber machen, kein Bock. Okay, okay. Ich lass mal Danny regeln. Hat dir das Herz rausgeschoben? Ist er nicht nett? Jetzt lässt sich aber auch gerade ein bisschen mit Absicht treffen, oder? Oh, ich muss gerade niesen, Clay. Also, Clay gibt's ja richtig Gesprenkel auf dem Bildschirm, sagst du ja. Ey, hier liegen so viele rote Herzen rum. Irgendwie so. Der Boss Rush muss früher ziemlich einfach gewesen sein. Damals. Als den Hard Mode noch nicht gab. Vergiss nicht, links kommt. Tod. Wäre egal. Okay. Weißt du? Ja, damit sich auch Daddy Longleg irgendwie auf ihn konzentriert, was vielleicht cool wäre. Daddy hier. Daddy! Der Papa! Oh, sehr gut! Die Bombe war gut platziert vom Krieg. Ja, hast du gesehen, was das so ausmacht, so das Skill? Au. Ja, ich merk schon. Weißt du? Ich kann mal so überlege. Boah! Evasion! Oder nicht? Oder nicht? Dass du dich noch früher über mich aufgeregt hast, wie viele Herzen ich beim. Ja, als wenn ich jetzt Ernst spiele. Verloren habe. Ja, was machst du denn dann? So Spaß für dich oder was? Hallo? Dieses Spiel das darf keinen Spaß machen. Eben, was? Das ist ernst. Tod ernst. Nee, tot ernst ist schon tot. Jetzt nur sein Pferd ist da. Ja, getroffen. Ja, getroffen. Ich stelle mir gerade vor, wie Daddy da immer wieder hinterher rennt. Muss treten. Ist wieder weg. Muss auf anderer Seite wieder gucken. Brimstone Baby ja nicht bewegen, auf der Höhe bleiben. Brimstone! Ja, Brimstone nicht. Er ist einfach nur totgetreten. Ja. Sollst du nur spielen? Tears up! Und Knockback! Alles, was ich brauche! Ja. Stimmt, und Dark Bum und auch der Bettler, den gibt's auch noch. Stimmt. Aber die kriegst du alle nicht. Geht jetzt eigentlich die Tür wieder auf? Geht sie nicht. Kann man ja mal probieren. Muss ich nur bis zum Herz oder muss ich noch weiter? Weiß ich nicht. Was weißt du eigentlich? Bist du eigentlich schon damit drin? Jetzt ja, schon. Bin oh, ich. Nein. Ja, verabschiede dich schon mal von deinem schwarzen Herz. Das siehst du nie wieder. Aber ich mag doch das schwarze Herz. Ach, hier ist der Geheimraum. Ja, ist er nicht. Zwei Bomben, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Lohnt nie. Lohnt nie. Lohnt nie. You feel so lonely. Ja, hat Angst. Dank mir. Das wäre cool, wenn die Angst hätten und dann auf einmal in die andere Richtung rollen. Ja. So von einem weg. Hm? Genau das. Wir gehen langsam nach unten. Okay, sorry. Ich lass dich laufen. Ich tanze ja um meinen Stein. Mach das. Ich gebe denen langsam Angst. Das wäre jetzt geil, wenn die bei Angst wieder so völlig eskalieren, ja, und dann so schnell auf einen zurennen. Das Gute ist, mittlerweile tue ich meine Position rückwärts verfolgen. Das heißt, ich gucke, von wo die schwarzen Schüsse kommen und weiß dann, wo ich bin. Aha. Sehr gute Taktik. Oh, hey. In die richtige Richtung gerannt. Nicht schlecht. Du hast keinen Schaden bekommen, die Ebene. Nee. Wir machen irgendwas falsch. Noch nicht. Hier war aber nicht. Warum war der Geheimraum eigentlich nicht hier? Das war doch eigentlich überragend. Dafür gemacht. Warum schießt schon wieder die ganze Zeit? Dieser Controller ist kaputt. Ist er nicht. Ich sag dir, kaputt. Dein Daumen ist kaputt. Kaputt, Daumen. Der Phone. Ja. Den müssen wir noch ein paar Mal besiegen. Abaddon. Abaddon. Aber erstmal Devil Deal? Das war Devil Deal. Der nimmt uns ja unser roten Herz mit. Ja. Oh, erstmal Krampus. Suddenly, Krampus. But first, let's fight Krampus. Oh, der hat ja gar nichts gemacht. Können wir jetzt auch mitnehmen. Aber dann. Top. So, jetzt kannst du ein paar Mal sterben. Ein paar Mal? Ein paar Mal? Das ist, ein paar Mal sterben ist fast wie ein paar Mal Käse. Ja. Darauf habe ich gewartet. Ich weiß. Schweizer Käse? Ja. Ein paar Mal sterben wird auch manchmal in Parma produziert. Vergiss nicht, die hinterlassen eine Blutspur. Nicht drüber rennen. Warum nicht? Weil das Schaden macht.
Aber ein paar Mal sterben. Denk doch mal drüber nach. Ja? Voll geklärt den Raum. Und Schutz bekommen. Ist es nicht schön? Ja, tot. Wie als ob du eine schützende Lebensform wärst. Ach, da war noch die Spur von dem anderen, ey. So eine Schwachsinn. So eine Schwachsinn. Hab ich gesagt. Ja, merk schon. Unfähig bis zum Schluss. Ja. Aber komisch. What? Das war hier irgendein. Was ist mit dem Brimstone-Mabel so weit hinten? Das ist der Wahnsinn. Das macht Spaß, sagst du dir. Da geht's Herz auf. Und zu. Auf und zu. Ich dachte, da geht das Messer in der Tasche auf. Das auch. Und dann tut's wieder weh. Einschneidendes Erlebnis. Solange es kein zweischneidendes. Kleiner Witz am Rande. Kannst mich mal. Ja, ist tot. Okay. Tot. Nö. Noch mehr Damage für mich. Ich werde das alles töten. Naja, danke. Das war ja süß. Er hat noch mehr Angst. Ich danke dir, du bist so gut. So gütig und ich muss wieder ein bisschen näher zum Nikro. Nikro? Zum Nikro? Zum Mikrofon. Mikrofon kommen. Also. Erzähl uns noch mal was Schönes. Das ist gerade so sehr schön, entspannt und langweilig. Juhu, wir haben Schaden bekommen. Deswegen bist du mal voller Action da reingerannt, oder was? Ja, ein bisschen mehr Laden. Ja, na, vielleicht ist jetzt Schluss beim Herz. Das war natürlich cool. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit wir eigentlich müssen. Und ich habe es nicht bekommen. Ich sehe doch nichts. Stell mich einfach schützend vor dich. Das hat nicht funktioniert. Hab ich gemerkt. Juhu, wir müssen weiter. Aber anscheinend nach oben. Aber wir haben Devil die bekommen, also wir hätten sogar nach unten gehen können. Ah, nee, da war das ja so komisch, ne? Ja. Dass du unbedingt zu Isaac musst. Dass dann drinnen auch der Heiligenschein ist. Genau. Was ziemlicher Quatsch ist, vielleicht stirbt man dann, wenn man... Ich bin eine Meerjungfrau! Eine ziemlich verkrüppelte, aber ich bin eine. Wie er abhaut. Wenn er Angst hat. Oder verschoben wird er. Ich hab Schaden gemacht. Ist das nicht irgendwie komisch, wenn Daddy auf Daddy tritt? Alter Schwede, was ein Raum. Und die schießen nur so weit? Okay. Hätte ich nicht gedacht, ne? Ich dachte, nee. Die schießen durch den ganzen Raum immer. Alter, Achtung. Aber hat mich schon nicht getroffen. Mich aber. Krass, tötet Daddy den mit Eintritt? Ja, wenn er drin stehen bleibt ja. Halt. Alter, das war schon The Moon. The Moon, nett. Das nett. Muss der kommen. Am ehesten kann man Angst machen. Vor allem wir. Also ich. Kann ihm Angst machen. Keine Fähigkeiten in dem Spiel. Doch, du hast die Fähigkeit eines großen Anführers. Die erfolgen alle Leute. Hättest du meine Stimme ein bisschen erhöhen und irgendwie... Nee, das war kein so guter Anführer. Oh, ist das schnell! Wer ist dein Freund? Ich danke dir. Ich hab ihn mal... gesaved. Warum? Das habe ich mir auch gerade überlegt. Also, das war jetzt gerade... Cool. Das musst du mir irgendwann später mal erklären, warum du das getan hast. Ich habe diese Truhe gesehen und dachte mir, Geld! Du hast diese Truhe gesehen und dachtest, Drohnen sind dafür da, um aufgemacht zu werden. Und die hatte nicht mal ein Schloss. Und dann habe ich sie ausgeräumt. So wie man das halt tut, als guter Truhenöffner. Ja. Das ist wie Link, weißt du, wenn der in ein Haus reinkommt, das er nicht kennt und da ist Krüge ein Krug, sind, ja. Musst du den kaputt machen. Oder Pflanzen. Ja, wenn du fragst, warum... Es war ein Krug. Der Krug wollte das. Ja, da hat er Edelsteine. Rubine. Die Leute wissen gar nicht, was in ihren Krügen ist. Ich zeige ihnen das nur und dann wollen sie es nicht haben. Dann sagen sie, ich bin Dieb. Boah, siehst du, Ruhe. Na klar! Hat sich wieder getroffen. Ja. Was bist du diesmal? Ja, ist er, wollte sich bei mir sprengen, aber nein, hat er Angst vor mir. Gleich mal abgehauen. Nee, also ich bin wirklich so einer, ich brauche jede Ebene ein anderes Baby. Sonst komme ich nicht. Das kommt wirklich fast hin, ne? Ja. Ich bin irgendwie. Deswegen. Ich
bin irgendwie halb transparent. Woher erkennst du das? Hast du schon mal einen Gegner gestellt oder was? Nee, ich sehe Bobby durch mich. Durch mich. Was ist das? Hier kommt einer. Nee, innerst noch. Irgendwo. Da ist er. Aber hier, gucke. Stimmt, ja. Geisterbaby. Also diese Massen, die du in dir Herz hast. Ja. Also ich versuche einfach mal in der Herze fliegen. Ist ein lustiger Teil, immer wieder das Brimstone-Baby ordentlich zu platzieren. Okay. Guter Raum. Wir haben, glaube ich, die ganze Ebene fast gemacht. Uiuiui. Hab Angst! Gute Beschützer. Oh, nett. Geld. Das, was ich unbedingt wollte. Geld? Geld. Geldgeile YouTuber, kennst du doch. Dicke, geldgeile YouTuber. Warum müssen wir jetzt... Oh, mal dick sein. Na, wer es jetzt dürfen? Wir haben die Erlaubnis von der Community erhalten. Da sind wir die übelsten Maschinen. Das stimmt. Aber nur in Isaac. Ja. Und dann auch nur ich. Ja. Warum sagst du immer ja? Das macht sich blöd und du sagst ja. Ja. Achso. Jetzt macht das Sinn. 4 Roll die Buddhist Items. Ja. Ja, das ist cool. Findest du irgendwie mein Controller hängt? Ja. Und hängst du auch? Ja. Merkst. Mal alte 4 gedrückt. Ist nicht voll. Scheiß Item. Scheiß mal drauf. Hey Flo, ich bin wieder da. Also. Wo war ich? Am besten tust du einfach irgendwelche Einspielungen machen in der Zwischenzeit, wo ich nicht da war. Ja, ja. Ja? Wo warst du eigentlich? 88 Münzen. Ist es jetzt angebracht, dass ich mit anderer Stimme rede? Nee. Deswegen habe ich ganz schnell was gespendet. Ich bin ein Geist, gib mir deine Dinge. Eine Box zum Beispiel. Voller Zeug. Die hätte mal rerollen können, oh mein Gott. Hätte sie nicht. Ja, soll ich dir mal einen Scheiß Schuss geben? Das war stark. Bodyfly, jetzt sind wir voll. Ja, womit hättest du es denn rerollen wollen? Na, ja, mit der 4. Das funktioniert nur einmal. Ja, hätten wir rerollen können. Hätten wir es nicht, also weißt du wie. Ja, weißt du wie. Weißt du wie? Gänse, Gänse? Wissen Sie wie? Gänse. Gänse? Ja, Destruction! Oh, es zerstört keine Gegner. Das ist so schade. Aber ich zerstöre Gegner. Du hast das Ding mitgenommen? Okay. Ja, habt ihr gesagt, um das Spiel zu ärgern. Wir haben übrigens nochmal 4 Herzen. Ja, du machst das. Ich bin tot. Geht mich gar nichts an, übrigens. Daddy macht das, nicht ich. Du musst einfach nur überleben. Daddy cleared. Und dein Brimstone-Baby. Ja, und auch das Rotten-Baby, das ist schon echt geil. Schön durchgezerrt. Reicht nicht. Daddy tritt noch einmal. Brimstone-Baby. Brimstoned. Brimstoned noch einmal. Epic Fetus! Woo, wir haben's! Endlich die Challenge 11. Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, dass ich die theoretisch machen darf. Aber es wird sich wahrscheinlich schon einiges hin und her drehen. Ich darf die machen. Nee. Ach so, weil du jetzt wieder von oben anfängst oder was? Ja, klar. Dann muss ich die Purist machen. Ja. Hey komm, die Purist ist einfach bloß keine Goldräume. Die ist ja simpel. Das willst du gar nicht. Doch. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ach, haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Nee. Dann ignoriert einfach das, was ich in den letzten 20 Sekunden gesagt habe. Sollten vielleicht ignorieren, was du so in der letzten, weißt du nicht, dreiviertel Stunde gesagt hast. Ja, das wäre eine Idee. Das war ganz schön nervig. Aber auch das von mir bitte. Mach ja, einfach alles ignorieren. Schön stumm. Mach's hier. Benny Hill Musik? Nee, nicht sowas. Ja, diese früheren Schwarz-Weiß-Filme, wo nur irgendwelche Sprechblasen drunter waren. Achso, und dann schöne Klaviermusik im Hintergrund. Ja, genau. Perfekt, mach ich. Machst du nicht. Auf jeden Fall, schön befohlen, machst du nicht. Gerade beschlossen, machst du nicht. Wünschen wir euch ein schönes Wochenende, genießt Pfingsten und ja. Hoffen wir, das Wetter wird schön. Und wie gesagt, falls ihr in Leipzig seid, da sind jetzt die ganzen Schwarzen, macht's nicht. Doch, ist schön anzusehen, also man sollte das alles also, mal angucken. Wenigstens einmal sollte man das gesehen haben, aber man sollte auch vorurteilsfrei sein, wenn man da hingeht. Ja,
Aber die sind ja alle recht entspannt. Und wenn ihr auch zufällig am Wochenende... Warum sagen wir eigentlich, dass wir in Leipzig wohnen? Das wusste noch nie jemand. Du hast aber angefangen. Ich? Ja, du. Ich hab gesagt, schönes Pfingsten. Nee. Du hast, und die WGT-Geschichte, die hast ja, auch du vor uns angefangen. Ich hab nur das WGT angesprochen, aber du hast ja, in der letzten Folge gesagt, unsere Stadt wird schwarz, weißt du? Hallo, ich kann auch in Berlin wohnen oder in Hamburg und das WGT kennen. Also du bist es selber schuld. Nee. Doch. Da kennt man das nicht. Nee, da klar. Oder man hat jetzt übelst das Vorurteil, dass du ein schwarzer Penner bist. Ja, siehst du? Hallo, die Leute kommen selbst aus Australien hierher. Weißt du? Wenn du die Szene kennst, dann kennst du auch das WGT. Daran erkennt man wieder, dass du nicht aus dieser Szene kommst. Ja, ja, deswegen wollte ich ihm schon erzählen, wenn du in Leipzig seid, geht nicht zum WGT, geht zur Bierbörse und sauft euch das Korn weg. Siehst du, jetzt hast du es verraten, ja. Ja. Ja, vielleicht wohnen wir gar nicht in Leipzig und machen das Ganze nur, um die Leute zu verwirren. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ja. Es, wollte ich eigentlich im Westen und faken auch diesen Ostakzent. Im Westen! Ja, wir warten immer noch auf unsere Bananen. Nee, Bierbörse ist auch eine schöne Sache. Über 1000 Biere kann man dort nicht kostenlos trinken, aber man kann sich betrinken. Betrinken, ja. Ja, mit verschiedenen Bieren. Was natürlich nicht machen. Also man muss ja jetzt noch eine gute Moral zum Ende der Folge machen. Mach mal, ich bin gespannt. Aber wir müssen, wir machen das nicht. Nee. Wir sind nämlich... anders. Evil. Wir sind The Co-op Couch. The Co-op Couch? The Co-op Couch. The Co-op Couch. Ciao. Gibt ja bei uns auch viele Leute. Och. Noch eine kleine Story. Oh. Vorm Wochenende. Die Leute, sind schon dreimal weggeklickt. Dass viele einfach mal unseren Channel als Coop Couch aussprechen. Coop Couch? Ja, Coop. Coop Couch. Wir sollten uns vielleicht noch anders schreiben. Ja, nee, wieso? Das ist doch wie mit Umf. Dem Minus. Das ist wie Umf und Omf und Omf. Ja. Also, das ist zufällig, dass wir Koop-Spiele spielen. Wir sind nämlich gar nicht die Koop-Couch, sondern die Coop-Couch. Und? Spielst du nicht immer Battlefield in Coop-Modus? Zum Beispiel. Siehst du? Ja. Ganz einfach. So, diese lustige Story war jetzt praktisch die Moral der Geschichte. Ich weiß zwar nicht, was daran lustig war, aber... Ich finde es irgendwie schon lustig. Ehrlich? Ja. Das ist aufhören, diesen komischen Tee zu trinken. Mir wird doch übelst heiß, ne? Ist irgendwie komisch. Ist das irgendwie Fiebertee oder so? Ja. Oder Malaria-Tee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünschen wir euch, wie schon gesagt, ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.